Hallo, und da sind wir wieder bei Dragon's Dogma. Ich bin jetzt bloß noch hierher gelaufen. Ich habe die Sachen ein paar bisschen verbessert, was wir hatten. Die Streiter am Schienen habe ich verbessert auf plus 3 und den Paladinsmantel auf plus 3 und den Schultermantel auf plus 3. Obwohl den nicht mehr anhaben, aber ich habe ihn einfach verbessert, weil ich es kann. Und die Wachen sind nicht aggro. Nö, alles gut. Das ist ja lustig. Irgendwie ist es lustig. Mercedes, es geht ab. Ja, weiß ich. Ja, mach mal. You have my thanks. This matter concerns Lord Julian as well. There is talk of dark happenings at the Stone of the North. Lord Julian's watch. He set out for the hold himself some time ago. But there has been no word since. Someone must go and see what has become of him. As a fellow guest of the Duke's, I felt it my duty. I would forbid you from interceding, but you no doubt have your own reasons for going. I will not stop you from joining me, but neither can I wait. Follow if you wish, sir. I am off. Ja, wir kommen natürlich mit dir mit. Wir gehen zur Bastion im Norden. Mal wieder ein kleiner Laufweg. Oh, da ist ein Schlüssel. Den nehmen wir natürlich mit. In dieser Kiste ist immer dasselbe. Es ist immer ein Skelettschlüssel. Solange ich dieses Spiel spiele, ist da noch nie etwas anderes drin gewesen. Und ich glaube, es gibt auch nichts anderes da drin. Immer ein Skelettschlüssel drin zum Ausbrechen aus dem Gefängnis. Hier lang. Müssen wir. Suchermedaillen. Nein, Suchermedaillen. Nein! Oh, Mann! Naja. Die finden wir auch noch irgendwann, diese ganzen Suchermedaillen. Irgendwann finden wir die. Aber nicht jetzt. Müssen wir ja noch, ich glaube, 9 Stück. 11 haben wir. 20 brauchen wir. Ich glaube, es müssten noch 9 Stück sein. The stone is also known as Windbluff Tower. It lies not far from here. Dann schreiten wir hier durch das Wasser. Eigentlich gefällt mir der Paladinsmantel nicht so sehr, weil das hinten einfach viel zu sehr hin und her schwingt, meines Erachtens. Ich weiß auch nicht, das gefällt mir nicht ganz so. Aber es ist auch mit das Einzige, was mir daran nicht gefällt. Weil die Farbe ist schön, der Rucksack gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Die Werte sind auch nicht schlecht. Es gibt natürlich bessere, aber die haben wir noch nicht, die besseren Umhänge. Ich hoffe, wir finden noch einen besseren Umhang. Und ihr werdet mich für verrückt erklären, wenn wir den finden. Aber dazu denn später. Ich hoffe, wir finden den wirklich. Das müsste der zerfetzte Umhang sein. Der zerschlissene Umhang. Irgendwie sowas Altes auf jeden Fall. Der nennt sich, ist halt so, dass halt zerschlissen und alt ist. Und die Werte von ihm sind eigentlich unterirdisch. Denn wer den Umhang anzieht, bekommt Minuswerte. Es gibt hier wirklich Minuswerte im Spiel und der Umhang verleiht einem Minuswerte. Und zwar 2% auf alle Elemente minus und 10% auf alle Resistenzen minus. Also Schlaf, Brand, Versteinerung, Verfluchen und alles Mögliche. Davon alles minus 10% und Elementwiderstände minus 2%. Also das ist richtig unterirdisch, der Umhang. Was hast denn du für ein krasses Schild? Alter! Was geht mit euch?
Meine Güte. Na, wo sind sie? Da sind sie. Die Unsterblichen. Damit es hier nicht unendlich weitergeht, sondern unendlich, gibt es hier zwei unsterbliche Gegner. Oder Ritter. Aber das interessiert uns jetzt eigentlich herzlich wenig. Wir müssen hier nämlich hoch. Und Kamerafahrt. Ja. Da rennt sie. Mercedes, warte auf uns. Wir kommen noch mit. Colluded with Salvation to work sedition among the Duke's men. Salvation? You place me in ill company. I'm a man of this world. Fantasies of death and redemption concern me not one whit. Now legends. Legends stoke up the masses. If Duke Edmund were to best a second dragon, Francis would take the ascendant. But her neighbors ill want a giant looming at their borders, am I wrong? Spare me your sophistry. The word neighbor sours on your forky tongue. Our lands have long sworn unstinting aid to any neighbor beset by the dragon. Unstinting, you say? Tell me then. Why has your Lord Father not sent your brother, joined by Hearthstone's finest steel? Why am I speaking instead with a bleating she-goat mocked even by her own men? You will retract those words, sir! Else suffer what consequence? Else I shall wash my honor clean in your blood! And you? You will play her second? I would welcome the challenge. Stay out of this. He's made an open mockery of me and my homeland! Ja, wir sind jetzt hier beim Kampf von Mercedes oder Mercedes gegen Julian. Wir legen extra unser Schwert ab, damit wir nicht zu viel Schaden machen. Ach was. Dazu verloren? Das ist ja nicht so geplant. Nein, mach's nicht. Your head is a meager trophy. The men of the fort may have use of you yet. Even a she-goat's skin can warm a desperate man at nights. What? He's no slander beneath you. The duel is well and settled, Arisen. Be gone from my sight at once. Schade. I've no more patience to indulge your play at knighthood, little girl. Your failure to quell the revolt is cause enough to run home to Hearthstone, tail twixt your legs. I tell you this in the spirit of mercy. If you cannot best me, you cannot best the dragon. Run along home while you yet live. Do you think me cruel, Arisen? Tis a sorry truth that righteousness is a rare luxury in war. You are pledged to slay the worm, and that alone. No oath binds you to the Duke, nor would my death do you any great service. There are those might call me a monster, but I am no dragon, sir. What say you? Seinen Akzent mag ich irgendwie nicht. Ist auch so ein bisschen französisch, aber irgendwie, ich weiß nicht. Mercedes finde ich besser. Ach, Mann. I am a meager choice to send us aid. I know it well.
Oh, halt nicht rum, Mensch. Ich weiß gar nicht, ob es möglich ist, dass Mercedes diesen Kampf alleine gewinnt. Ich denke es nicht. Ich habe versucht, ihn so wenig Schaden wie möglich zu machen, denn wenn wir ihn besiegen, heult Mercedes, steht genauso da und heult dann auch wieder rum, ich kann doch nichts alleine, immer muss mir jemand helfen. Mimi. Und ich habe versucht, ihnen ein wenig Schaden zuzufügen, dass sie dann bloß noch im Prinzip den letzten Schlag macht. Aber ich glaube, nach einem Schlag von Julian hockt sie dann da und ist besiegt. Du bist echt zu nichts Nütze, weißt du das? Zu wirklich nichts Nütze bist du. Ah, schade eigentlich. Aber das Ende habe ich auch noch nicht gesehen. Wie gesagt, ich habe ihn meistens dann aus Versehen besiegt. Aber egal. Diesmal nicht. Ja, ein bisschen schon. I knew. I am a meager choice to send us aid. I know it well. Still, I must make up. Schade, jetzt kriegen wir nicht mal ihr Schwert. Ich glaube, wenn wir Julian besiegen, dann geht sie nach Hause und schenkt uns ihr Schwert. Oh, jetzt kriegen wir es, oder? Julian had the truth of it every word. I am weak. Ja, schon. I have no purpose here, save as hollow homage to an empty pact. Aids in name only. Hearthstone nor Grancis, there's not a man in either who expected anything else of me. I knew it well enough, tasted it on every breath I drew. Yet still, I fancied myself a knight. Arisen. I will return to Hearthstone. Not to lick my wounds, but to petition my Lord Father that grants his people receive true aid. I will not send you to meet the dragon with their fates weighing upon you. After, I shall return here to aid you however I may. I am a fool. Pray, accept this token. I haven't much to give, but it would please me to know it provided you some small comfort on your journey. Ja, da haben wir den Rapier bekommen. Den Silberrapier. So, muss ich ja wieder auf Ausrüstung gehen. So sieht das gute Stück aus. Ist halt das die Waffe von Mercedes. Ist natürlich stärker als das, was wir jetzt haben. Aber hat keinen Effekt drauf. Nö. Da belassen wir es bei unserem Schwert, das wir haben. Ja, Mercedes haut jetzt auch ab. Die geht zurück in ihr Heimatland. Es wird dann natürlich auch passieren, wenn wir Julian besiegen. Wie gesagt, hatte ich ja schon eben erwähnt, die meckert dann auch wieder rum. Mimi, ich kann nichts alleine und alle müssen mir helfen und ich bin so schwach. Und die geht dann auch zurück. Ich weiß gar nicht, wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob das möglich ist, dass Mercedes diesen Kampf gewinnt. Bin ich mir nicht sicher, ob das überhaupt möglich ist. Gibt es hier oben irgendwas? Nest. Wow, mit dem Stock drinne. Gut, alles klar. Ja, du hast nichts weiter zu sagen, ne? I cannot hope to grow strong overnight, but I will return a woman able to serve you. Until then, pray be well. Nö, nichts weiter. Wenn es hier unten auch ein riesen Schlachtfeld. Alle sind weg, alles brennt. Und Sir Deario, oder wie er heißt hier, der hier stand, kann uns auch dann nie wieder den Schlüssel geben zu diesem Anwesen. Also zu der Tür hier. Ist hier eigentlich wieder... Nö. Ja, wir haben doch den Schlüssel schon. Aber ich glaube, die Truhen bleiben für immer geöffnet, die schließen sich nicht wieder. Denn da ist sowieso immer dasselbe drinne, denn diese Maske und die Rüstung ist da drinne. Soweit ich jetzt weiß.
Ja, dann haben wir die Quest auch erledigt. Gehen wir zurück. Upsala. Quatsch. Zurück zum nach Grand Sorin. Und holen uns die nächste Quest ab. Tralala. Dieses Quassel immer dasselbe. Schlimm, schlimm, schlimm. So, dann zum Kämmerer, dessen Namen ich vergessen habe. Fing immer mich mit A an. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall mit A, glaube ich. Ist auch egal, wir nennen ihn einfach Kämmerer. Mein Gott. Es gibt so viele Namen hier. Oh, die kann man sich gar nicht alle merken. Natürlich, Mercedes ist ja klar. Ganz leicht zu merken. Vulnerable hatte ich auch ziemliche Schwierigkeiten, mir diesen Namen zu merken, aber irgendwann habe ich es dann auch raus. Du hast immer noch keine Quest für uns. Mein Gott. Aldus. Ja, ja. Ich wusste das schon von Anfang an, dass Julian da zur Erlösung gehört, aber naja, auf mich hört ja keiner. Make for the southern Waycastle immediately. I've received a report that one of the Duke's men has returned from afar, gravely wounded. He asks to speak with you, in all haste, Arisen. 'Tis odd his message was not writ in the report. An oversight brought on by haste, no doubt. Pray, fly to the Waycastle and hear the man's message, sir. Meanwhile, I am to see the Duke on another matter no less urgent. 'Tis a restless day. Wir müssen zur Wegeburg reisen. Das ist immer noch nichts zu sagen. The Duke's a good man, but so stern. I hope his stony man has given you no offense. Das ist seltsam. Habe ich da irgendwas verpasst? Kommt das vielleicht noch? Ich weiß es gar nicht. Ah, schwierig, schwierig. Weil eigentlich, wir sind jetzt schon eigentlich im Late Game, mehr oder weniger. Eigentlich noch nicht ganz, aber so kurz davor. Wir reisen nach Casardes. Da werden wir uns jetzt ausrüsten. Nein, 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 wir machen das anders. Wir machen das anders. Wir reisen zur Insel Finstergram. Denn für den Kampf, ich habe es schon ein bisschen verraten, es kommt ein Kampf gegen einen Boss. Da möchte ich mich vorbereiten. Da möchte ich nicht als Kämpfer hin, sondern wieder als meine mystische Ritter, meine Lieblingsklasse oder einer meiner Lieblingsklassen. Und du wirst wieder Erzmagierin. Ja, Ausrüstung wechseln. Wir nehmen wieder den Rabenschnabel und unser Blitzschild und die Ausrüstung bleibt. Da haben wir immer noch nicht viel tolles Neues bekommen. Das ist alles schlechter, mehr oder weniger. Hier diese blauen Sachen sind teilweise besser, aber die möchte ich halt nicht anziehen. Weil die halt so ein bisschen überpowered sind, weil hier, das sieht man schon, das ist halt, fast alle Werte sind besser. Es gibt kaum Werte, die schlechter sind. Wenn, dann sind es 2 Punkte oder so. Ja, bin ich kein großer Fan davon. Irgendwie. Das ist viel zu mächtig. Und das kriegt man ja von Anfang an, hat man diese Ausrüstung. Das ist schon ein bisschen extrem. Obwohl, wir ziehen wieder die an. Der Paladinsmantel ist zwar ein bisschen besser, aber nicht viel. Nicht viel besser. Da lassen wir das einfach. So, Merlin. Nein, brauchst du nicht.
Wir ziehen dir den vom Stabmeister, genau. Und den für Magie an. Dann hab hier oder wir nehmen mal Federcape. Das sieht ganz gut aus. So, und das Magier-Schuhwerk. Und hier kriegst du die Runenspangen. Die hatte ich noch nicht verbessert. Okay, gut, alles klar. Habe ich noch nicht verbessert. Hier gibt's die Standardausrüstung. So. Hier der Tiara. Und hier das dunkle Krapper. So. Fähigkeiten festlegen. Große Kanone. Hier nichts. Hier bleibt alles, wie es ist. Hier bleibt auch alles, wie es ist. Das ist schön. Nein, warte. Nein, warte. Nein, warte. Statt überzeugen. Machen wir überzeugen weg. Für das. Nein, Quatsch. Braucht man nicht. Wir können die Grausamkeit wegmachen. Für das. Denn als... Hat sie denn? Ach Quatsch, ich bin ja auch doof. Hier müssen wir hin. Bei Kernfähigkeiten. Die hat nämlich keine Kernfähigkeiten. Ach, hier hat sie noch Verständnis. Das ist eigentlich ganz gut. Hätte ich gleich kaufen können. Und Schärfe. Die Magie und die Zauberzeit wird verkürzt. Könnte ich eigentlich auch mit lernen. Aber wir machen erstmal fokussierten Blitz. Der ist noch wichtig. Nö. Wir haben nichts verändert. Den Rest mache ich jetzt offline, das Lager, und dann sehen wir uns in Kasartes wieder. An der Wegeburg. Wir sehen uns an der Wegeburg wieder. Da laufe ich dann noch hin. Bis dahin. Tschüss.